Wir haben rund 10.000 Mitarbeiter. Das geht von der Spitzenmedizin im Krankenhaus oder von der Akutmedizin im Krankenhaus bis zur wohnortnahen Betreuung durch den Hausarzt bzw. durch den Hauskrankenpflegedienst und somit eine Betreuung um 360 Grad. Also der Sanitätsbetrieb ist für die gesamte gesundheitliche oder sprich ärztliche Versorgung der Südtiroler Bevölkerung im Lande zuständig. L'azienda sanitaria è un'azienda che investe nei giovani. È un'azienda che ti permette di crescere professionalmente, che ti dà gli strumenti per crescere, per ampliare le conoscenze, le proprie competenze. Un'azienda che valorizza le professionalità e permette a chi lo vuole di raggiungere posizioni apicali. Wenn ich mich fortbilden will, dann kann ich das. Ich muss es sogar. Das heißt, ich habe dort Möglichkeiten, die sich woanders nicht bieten. Und wenn jetzt dann eben noch Forschung, Innovation und Lehre dazukommen, dann gibt es auch da nochmals zusätzliche Möglichkeiten. Das heißt, Forschung, Innovation und Lehre sollen Teil der Routine werden, Teil unserer alltäglichen Tätigkeit. L'azienda sanitaria dell'Alto Adige è un'azienda diciamo, sempre orientata verso il paziente, è un'azienda attenta alle esigenze dei propri collaboratori e con un occhio verso diciamo, le nuove tecnologie e le innovazioni organizzative. Der Beruf ist nicht leicht, aber sehr abwechslungsreich. Man sieht viel, man lernt auch viel. Jeden Tag während der Arbeit. Benissimo. Allora, benvenuti a tutti a Investment for the Future. Quindi noi siamo qui, tutti noi siamo qui per voi e quindi siamo molto lieti di potervi accogliere a questa serata informativa, sperando di soddisfare le vostre aspettative, le vostre domande, che saranno, mi auguro, molte, e noi ci impegneremo un po' a rispondere con le nostre autorità a tutto quello che saranno i vostri dubbi e i chiarimenti di cui avete bisogno. Io sono con Christoph Zöcsk, che è il mio compagno di serata per la moderazione e che fa parte del team recruiting. E vorrei passare piano piano a presentarvi poi la serata. Vorrei salutare, dare un particolare saluto a tutte le autorità che si sono date, si sono disposte per voi e un particolare saluto anche al presidente della Scuola Superiore di Sanità, il dottor Eisendle. E piano piano poi passeremo al programma. Willst du dann etwas sagen? Vielen Dank, Silvana. Silvana Ecker, meine Damen und Herren, Amt für Recruiting, meine Kollegin. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung. Das freut mich wirklich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ja, im Mittelpunkt stehen Sie, Studierende der Medizin. Und natürlich haben wir Ehrengäste und Rednerinnen und Redner, die heute ihre Beiträge leisten. Ich möchte mal bitten, da die vorderen Reihen, dass Sie sich mal umdrehen. Ich darf Ihnen vorstellen, da hinten ist die neue Sauerstoffversorgung für unseren Betrieb. Wir, Südtiroler Sanitätsbetrieb, wir brauchen keine Wiederbelebung. Wir sind schon lebhaft am Werk. Aber wir brauchen eine ständige, neue Versorgung, Sauerstoffversorgung, Studierende der Medizin und anderen Berufe, damit es gleich gut und auch besser weiterlaufen kann. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir werden jetzt beginnen, und zwar mit den verschiedenen Grußworten. Wir werden Ihnen nach und nach diese wertvollen Menschen, die sich hier eingefunden haben, vorstellen. Silvana, bitte. Danke. Allora, vorrei invitare sul podio il direttore del Dipartimento Salute, Banda Larga Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, il dottor Günther Burger, per un saluto e un'accoglienza a voi tutti. Grazie.
Also wenn ich hier so in die Runde schaue, dann bestätigt sich eindeutig die Tendenz, dass der Arztberuf weiblich wird. Und das freut mich persönlich ganz besonders. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite, wertes Publikum, werte Organisatorin. Sehr geehrter Herr Generaldirektor Zerzer, lieber Florian, sehr geehrter Sanitätsdirektor Wittmann Josef. Ich habe den Verwaltungsdirektor auch irgendwo gesehen, ganz da hinten, lieber Enrico Vega. Sehr geehrter Präsident Dr. Eisenle, lieber Klaus. Liebe Führungskräfte, sehr geehrte Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebs und des Amts für Gesundheitsordnung, danke, dass Sie hier sind. Und all jene, die im Sanitätsbetrieb tätig sind und diesen Abend organisiert haben. Aber ganz besonders möchte ich euch begrüßen, die hier anwesenden Studentinnen und Studenten der Medizin. Und ich freue mich deshalb besonders, Ihnen in erster Linie ein ganz großes Kompliment auszusprechen. Denn genau Sie haben sich für einen Beruf entschieden, der erstens einmal ganz viel schon abverlangt während des Studiums. Medizinstudium, Facharztausbildung. Und ein Beruf ist, der nicht nur fachlich, sondern auch menschlich Sie immer wieder vor große Herausforderungen stellt und mit sich bringt. Weil Sie sich in den Dienst der Gesellschaft stellen und vor allem, weil Sie den Menschen helfen. Und das finde ich besonders lobenswert. Und der Ärzteberuf, wie Sie alle wissen und wie wir im Ressort und im Sanitätsbetrieb wissen, ist heiß umworben. Und der Konkurrenzkampf um medizinisches Fachpersonal ist heute bereits sehr groß und wird voraussichtlich noch immer intensiver werden. Das ist natürlich eine ganz besonders gute Nachricht für euch, denn Sie können sich in Ihrer beruflichen Zukunft sicherlich mit vielen spannenden und verlockenden Angeboten rechnen. Und wir werden natürlich alles versuchen, dass Sie zu uns kommen in den Südtiroler Sanitätsbetrieb. Von allen reglementierten Berufen sind die Ärzte jene, die am häufigsten migrieren in Europa. Und zwar von Ost nach West und von Süden nach Norden. Und zwar deshalb, weil die Abwanderung dorthin geht, wo es günstigere Arbeitsbedingungen gibt, wahrscheinlich auch bessere bezahlte Arbeitsbedingungen. Und das wissen wir auch in Südtirol sehr gut, dieses Phänomen. Und was noch hinzukommt, ist in ganz Europa, dass es vor allem für die ländlichen Gebiete schwieriger wird, gegenüber den Ballungsräumen Ärzte-Nachwuchs anzuziehen und längerfristig zu binden. Aber für jedes Problem kann man ja Lösungen suchen und auch finden. Und weil wir uns gerade dieser Voraussetzungen bewusst sind, haben wir, Südtiroler Landesregierung, ich darf hier auch die Grußworte von Landeshauptmann Arno Kompatscher überbringen, gemeinsam mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb, nach Lösungen gesucht, um vor allem für Sie, angehende Ärztinnen und Ärztinnen, einen attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen, sowohl was die Facharztausbildung betrifft, als auch die Tätigkeit für Allgemeinmediziner. La formazione specialistica accenna solo alcune cose, poi vedrete dopo alcuni dettagli, i relatori che mi seguiranno. Conoscete probabilmente il modello austriaco di formazione. Noi con questo modello siamo riusciti fino adesso a reclutare fino a 120 futuri specialisti con un contratto di servizio. Perché come sapete, per adesso in Italia si riceve solo una borsa di studio, invece con un contratto di servizio si è assunti regolarmente con uno stipendio. Abbiamo anche formazione specialistica presso università italiane con cui siamo convenzionati. Per esempio con Verona, Padova, Trieste e Udine. Come sapete, le borse di studio in Italia vengono assegnate nell'ambito di un concorso nazionale che è bandito ogni anno dal Ministero dell'Università della Ricerca, il MIUR. Però i medici, quindi, che partecipano a questi concorsi e fanno domanda alla provincia per una borsa di studio, hanno accesso a posti riservati. In cambio chiediamo che si impegnino per 4 anni, nell'arco di 10 anni dopo concluso la formazione specialistica, di lavorare per 10 anni qui in provincia in azienda sanitaria. E poi abbiamo anche una formazione, un finanziamento di posti per la formazione all'estero con diversi rinomati istituti all'estero. Poi anche per la medicina generale abbiamo introdotto diverse misure per renderlo attrattivo. Per esempio,
Nel 2021 abbiamo aumentato la borsa di studio per chi sceglie appunto la formazione in medicina generale di 700 euro, a cui si aggiungono 450 di premio per la conoscenza linguistica, per arrivare a 3.200 euro al mese di borsa di studio. Poi sono previsti sussidi per i medici che si riuniscono o partecipano alle medicine di gruppo o alle medicine di rete che hanno meno 1.000 pazienti iscritti. Diamo per esempio un contributo di 500 euro per la ricerca di un ambulatorio e per l'affitto. E ultimamente, visto che è molto importante una certa flessibilità, soprattutto per i giovani, un buon equilibrio lavoro, famiglia, ma anche per il tempo libero, abbiamo introdotto anche la formazione che si possa fare part-time. Ich glaube, wir alle wissen um den Wert des kompetenten Fachpersonals. Und deshalb versuchen wir alles daran zu setzen, die Rahmenbedingungen für ihre berufliche Niederlassung von Ärzten und Ärztinnen in jedem Fachbereich in Südtirol zu verbessern. Angefangen von der politischen Ebene, von der Landesregierung, von unserem Ressort, über das Amt bis zum Sanitätsbetrieb mit all seinen Abteilungen und Ämtern. Aber wenn dies noch nicht genug Grund ist für Sie, dann möchte ich noch etwas in die Waagschale werfen. Und zwar, Südtirol ist auch heuer wieder an erster Stelle, was die Region betrifft, mit der höchsten Lebensqualität, laut der vierten Ausgabe Studio Bene Vivere vom September 2022 dieses Jahres. Südtirol bietet eine Berglandschaft, um die uns die Welt beneidet, gepflegte Dörfer, Städte, kultureller Reichtum, eine Qualität, hohe Qualität der Dienstleistungen, ein flächendeckendes, modernes ÖPNV-Angebot und ist vor allem familienfreundlich. Die Geburtenrate Italiens, italienweit, ist 6,8 auf 1000 Einwohner, bei uns ist es 9,6. Und schön wäre es, wenn das auch beim ersten Nachwuchs so sein könnte. Deshalb glaube ich, sagen zu können, dass dieses Land auf jeden Fall sehr, sehr viel zu bieten hat. Und wenn Sie nun neugierig geworden sind, wir sind auf alle Fragen, Anliegen und Anregungen offen und Sie können sich jederzeit an uns wenden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Burger, für Ihren Beitrag, für den interessanten Bogen, den Sie gespannt haben. Ich habe jetzt die große Ehre, unseren Herrn Generaldirektor, Herrn Dr. Florian Zerzer, ans Rednerpult zu bitten. Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke, Christoph. Ich würde lieber euch näher kommen, als hier am Rednerpult stehen. Deswegen, Christoph, verzeihst du mir, wenn ich nicht ans Rednerpult gehe? Einen wunderschönen guten Abend und cordiale benvenuto a voi, grazie a tutti voi che siete qua. Oggi siamo noi qua per voi e ovviamente siamo contenti se voi siete venuti in massa ad ascoltarci. Warum haben wir dieses Format gewählt? Ich habe vor 4 Jahren die Ehre gehabt und habe sie noch immer, Generaldirektor Südtiroler Sanitätsbetriebes zu sein und zu werden. Und damals war eine meiner ersten Begegnungen gemeinsam mit meinem damaligen Sanitätsdirektor, das war noch Thomas Landthaler, haben wir Frau Dr. Elisa Reiterer getroffen. Ich weiß nicht, wie viele die von euch kennen. Die hat uns damals die Route ins Fenster gestellt. Sie hat gesagt, ja, ihr Südtiroler Sanitätsbetrieb seid ja nicht imstande, uns Jungärzte abzuholen, uns einzuladen, uns zu informieren, uns zu unterstützen, uns zu sagen, was finden wir denn im Südtiroler Sanitätsbetrieb, wenn wir bei euch arbeiten würden. Und wir haben versucht zu lernen. Bisschen was, glaube ich, haben wir gelernt. Viel haben wir sicher noch vor uns, aber wenn ihr uns helft, werden wir weiter lernen. Was haben wir gemacht? Wir haben versucht, zuerst einmal dieses Format aufzubauen, das erste Mal vor 4 Jahren, dann ist uns leider Covid dazwischen gekommen. Abbiamo cercato di costruire questo format soprattutto perché abbiamo visto che molta gente, molti medici soprattutto, molti dei vostri colleghi, non ci trovavano o non sapevano esattamente cosa è in grado di offrire questa azienda sanitaria, questo grande pubblico colosso, grande azienda di 11.000 dipendenti, ma che cosa mai sarà, che cosa mai offrirà a noi concretamente. E oggi spero che in questa prossima oretta siamo in grado di trasmettervi quello che abbiamo cercato di fare per voi. E lo dico veramente per voi perché noi tutti siamo convinti che se non riusciamo a trarre i nostri medici, i nostri giovani altoatesini, che al di là di quello che giustamente diceva Günther, che ci ricordava anche in quale bellissimo paese possiamo vivere, ma ovviamente per il giovane medico ci vuole anche qualcosa di più.
Was haben wir uns überlegt? Wir haben uns überlegt, dass ein junger Arzt wahrscheinlich nicht nur die Patientenversorgung haben will, sondern dass er vielleicht auch forschen will, dass er vielleicht lehren will, dass er internationale Erfahrung sammeln will. Und ihr werdet nachher von Michael Mian, Professor Michael Mian, hören, dass wir ein Institut für Forschung und Innovation im Betrieb geschaffen haben, das vor allem den jungen Ärzten beibringt, wie man etwas publiziert, wie man forscht, wie man in einem internationalen Netzwerk arbeiten kann. Und wir haben oder wir arbeiten hart daran, dass eben Jungärzte, die aus Südtirol stammen, nicht nur in Südtirol arbeiten können, sondern dass wir jetzt von betrieblicher Seite euch die Möglichkeit eröffnen können, dass ihr internationale Erfahrung sammelt, dass ihr im Betrieb angestellt, einige Monate nach Deutschland, auch nach Amerika, in international renommierten Kliniken gehen könnt und Erfahrung erwerben könnt, die letztendlich euch und uns als Betrieb zugutekommt. Wir haben eine Personal-Recruiting-Abteilung aufgebaut, Martin Matsche wird das nachher erläutern, die zum ersten Mal oder vor allem einmal begonnen hat zu suchen, die Informationen zu bündeln, dass jeder, der sagt, ich möchte schon wissen, was dieser Südtiroler Sanitätsbetrieb mir bieten kann, leicht die Informationen gebündelt findet, dass er Hilfestellung bekommt, wenn es um die Anerkennung des Diploms geht, wenn es um die Eintragung in die Ärztekammer geht, wenn es um viele Fragen, die mit dem Beruf zusammenhängen, die konkret beantwortet werden müssen, geht. Questo quello che abbiamo cercato di implementare, abbiamo sicuramente ancora possibilità anche di migliorare e per questo oggi siamo soprattutto curiosi cosa ci direte voi, che cosa vi manca o che cosa vi aspettate voi anche di un'azienda sanitaria pubblica. Perché come voi sapete, o forse non sempre nello studio di medicina si trasmette questi valori qua, noi siamo come sistema sanitario nazionale in Italia molto differenti dal modello austriaco-tedesco che hanno un modello di cosiddetto modello Bismarck dove c'è l'assicurazione e noi siamo un servizio pubblico che grazie al fatto che uno paga le tasse ha diritto a tutti i servizi sanitari. Questo ovviamente è molto sfidante per l'azienda perché dobbiamo garantire tutti i servizi a livello gratuito, potenzialmente subito e sempre. I tempi d'attesa lasciamo un attimo da parte, scherzo. E per questo ovviamente io dico sempre, questo servizio pubblico sanitario per me è il migliore per la cittadinanza, ovviamente si è organizzato bene. E questa è la sfida che stiamo cercando di mettere in atto, perché abbiamo soprattutto tempi d'attesa e quant'altro, ancora molta strada da fare. Io penso che abbiamo veramente un'offerta interessante. Josef Wiedmann, che parlerà dopo di me, e io ci siamo presi due o tre volte la briga di incontrare alcuni giovani medici che hanno fatto il PECAIOT da noi o che hanno fatto le prime esperienze da noi. Con 15 di loro siamo andati a mangiarci la pizza una sera e abbiamo chiacchierato con loro per capire come hanno trovato l'esperienza o come hanno valutato l'esperienza della nostra azienda. Con altri 7 PECAIOTLAR ci siamo trovati 2-3 settimane fa, abbiamo un po' cercato di capire cosa funziona e cosa non funziona. Heute sind wir gespannt, von Ihnen zu erfahren. Die eine und der andere von euch hat sicherlich auch schon eine Erfahrung gemacht, weil er vielleicht ein Elternteil hat, das im Sanitätsbetrieb arbeitet. Das kommt auch des Öfteren vor, weil er vielleicht einen Freund, eine Freundin hat, die schon mal bei uns gearbeitet hat oder vielleicht auch selber schon versucht hat, mal mit dem Sanitätsbetrieb Kontakt aufzunehmen. Also ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Ich kann euch nur sagen, wir versuchen zu lernen, wir versuchen uns zu verbessern. Für einen großen öffentlichen Betrieb ist es nicht immer leicht, schnelle Angebote für Jungärzte zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise bei einer Anstellung müssen wir einen Wettbewerb machen, müssen wir eine Kommission einberufen, müssen wir. Und somit hat man die Chance, auch schnell eingestellt zu werden, mit einem zeitlich bedingten Vertrag. Und dann muss man etwas länger Geduld haben, wenn man den lebenslangen Vertrag will. Aber wie gesagt, über diese Dinge werden euch meine Kollegen besser aufklären, als ich das kann. Sie haben hier heute wirklich die Riege der erfahrenen Verantwortlichen da vorne sitzen. Man hat uns vorher als Autorität bezeichnet. Ich hoffe, das nicht zu sein. Da fühle ich mich immer so alt, liebe Silvana. Aber das bin ich ja auch. Und darum, wie gesagt, stellen Sie bitte Fragen. Das ist das Wichtigste für uns, dass wir wirklich auf das eingehen können, was Sie brauchen, was Sie wünschen. Denn wir wollen vor allem ein guter Arbeitgeber sein. Danke, wie gesagt, nochmal, dass Sie hier sind. Ich hoffe, dass Sie sich alle heute nicht nur gut informieren können, dass Sie sich auch gut unterhalten. Wir haben auch eine Reihe von Primaren hier, die zur Verfügung stehen für praktische Fragen. Denn die meisten hier vorne oder die Sie jetzt über technische Details informieren, sind keine Ärzte, aber dann sind eben auch Primare hier anwesend. Nutzen Sie die Gelegenheit, fragen Sie uns und vor allem sagen Sie uns auch, wir sind
an Kritik gewohnt, das darf ich ganz offen und ehrlich sagen. Sagen Sie uns das, was Ihnen nicht gefällt. Dankeschön und wie gesagt, gute Unterhaltung. Grazie al nostro direttore generale che ha sempre le parole giuste. E effettivamente quindi noi aspettiamo da voi delle domande per solletticare la nostra attività e tutto quello che stiamo preparando per voi. Adesso abbiamo il nostro Sanitätsdirektor, il dottor Josef Widmann, che invito gentilmente a salire sul palco e che vi fornirà altre indicazioni. Dankeschön. Dankeschön für die Einladung. Sehr geehrte Kolleginnen, die einen und die anderen vielleicht sind schon promoviert, die anderen werden es in Kürze sein. Ich freue mich, dass Sie bei uns hier sind heute an diesem Abend und dass wir Ihr Interesse wecken und Ihre Fragen beantworten. Ich bin Sanitätsdirektor eines großen Sanitätsbetriebes mit vielen Mitarbeitern und mit 7 Krankenhäusern. Das größte Krankenhaus steht in Bozen. Wir haben dann noch weitere 6 Krankenhäuser, die dafür sorgen, dass unsere Bevölkerung eine adäquate Versorgung, medizinische Versorgung hat. In diesem System sind Ärzte ein unglaublich wichtiger Faktor in der Erbringung dieser Gesundheitsleistungen. Und ich freue mich sehr, dass ich so viele junge, angehende Ärzte hier heute sehe. Und ich freue mich besonders, weil ich an meine Jugend zurückdenke und daran denke, mit welcher Begeisterung ich damals das Medizinstudium begonnen habe. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass diese Begeisterung auch in Ihnen drinnen steckt. Und ich habe für viele Jahre als Chirurg mein berufliches Leben zum Großteil hier in Südtirol verbracht. Ich war auch im Ausland tätig. Zum Schluss war ich Primar der chirurgischen Abteilung im Krankenhaus Brixen und seit 1. Oktober im vergangenen Jahr bin ich in die leitende Mannschaft des Generaldirektors gekommen und der Sanitätsdirektor dieses Betriebes geworden. Ich blicke auf eine langjährige klinische Erfahrung zurück und was der Ressortleiter Burger eingangs gesagt hat, denke ich, ist etwas extrem Wichtiges und das ist die Begeisterung, die Entscheidung, diesen Beruf gewählt zu haben und auch er hat, als ob er Erfahrung drin hätte, darauf hingewiesen, dass es nicht immer so leicht ist. Und das stimmt, es ist nicht immer leicht. Aber es ist diese Begeisterung, die man für diesen Beruf hat, die einen immer weiterbringt, die es ermöglicht, auch immer weiter zu lernen. Das ist vielleicht etwas das Schönste an diesem Job, dass man eigentlich, wenn man will, nie aufhört zu lernen. Das ist schon allein die Erfahrung, die mit jedem Jahr zunimmt und kein Patient ist der gleiche. Es kommen immer neue Fälle und natürlich die Routine und die Erfahrung, der Erfahrungsschatz nimmt zu und das erleichtert dann den Job. Aber es kommen dann immer wieder Situationen, wo man an die Grenzen kommt. Aber das ist das Interessante auch. Diese Möglichkeit, diesen Erfahrungsschatz zu bekommen, ist in unserem Sanitätsbetrieb in Südtirol in jedem Fall gewährleistet. Was jetzt seit einiger Zeit, vor allem seit der Generaldirektor seine Arbeit aufgenommen hat, besonders neu hinzukommt, ist diese Ausrichtung in den Bereich der Forschung und der Wissenschaft. Und das ist sicherlich etwas, was ein extrem schöner neuer Bestandteil ist in unserem Sanitätsbetrieb, der viele von Ihnen vermutlich begeistern wird. Es werden große Ressourcen, viele Ressourcen und finanzielle Anstrengungen unternommen, um unseren Betrieb und die Ausstattung, die technische Ausstattung, infrastrukturelle Ausstattung auf höchstem Niveau zu halten und zu entwickeln. Ich kann Ihnen versichern, ich kann das als Chirurg durchaus behaupten, in unseren Operationssälen, in den Südtiroler Krankenhäusern, die Top-Ausstattung gegeben ist, um Top-Leistungen auch vor allem im chirurgischen Bereich zu erbringen. Die Entwicklungen gehen weiter, sie hören nie auf und wir sind
bleiben immer am Ball und werden unsere Anstrengungen maximal unternehmen, um auch zukunftsweisende Projekte zu realisieren. Ich höre jetzt, ich könnte noch lange über unsere, vor allem über die Chirurgie im Südtiroler Sanitätsbetrieb sprechen, aber die Entscheidung, dass ich meine Erfahrung jetzt in der Direktion einbringen will, ist gereift aus dem Grund, dass ich vor allem möchte, dass die jungen Nachwuchskräfte Bedingungen vorfinden, die ihr tägliches Arbeiten in unserem Betrieb erleichtern und auch interessant werden lassen. Und noch einmal herzlich willkommen hier heute Abend und ich wünsche Ihnen Sie stehen am Anfang Ihrer medizinischen Karriere, die sehr, sehr interessant wird. Und ich wünsche Ihnen hierzu viel Erfolg und viel Freude und Begeisterung und Einsatzbereitschaft. Vielen Dank, Sanitätsdirektor Dr. Wiedmann. Also ich könnte Ihnen wirklich stundenlang noch zuhören. Ein Arzt, der viele Jahre lang im Kerngeschäft gearbeitet hat, also dort, wo Patienten versorgt werden als Chirurg. Und das merkt man auch bei Ihnen. Sie wissen, wovon Sie sprechen. Weiter geht's mit zwei weiteren Ärzten. Und zwar dem Präsidenten der Ärzte- und Zahnärztekammer und dem Vizepräsidenten und ärztlichen Leiter, also Herrn Dr. Claudio Volanti und Herrn Dr. Michael Engi. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Nachmittag, der Präsident. Lass dich leider entschuldigen, er ist auf dem Weg von Rom nach hierher durch einen Zug, der defekt ist, irgendwo hängen geblieben, wird schauen, dass er nachkommen kann. Aber er hat mich gebeten, seine Grüße zu überbringen. Ich werde mich recht kurz halten. Als zukünftige Ärzte oder als Ärzte sind Sie Teil der Ärztekammer. Ohne Einschreibung in die Ärztekammer dürfen Sie in Italien nicht arbeiten. Ich bedanke mich herzlich bei den Organisatoren, dass wir als Ärztekammer auch eingeladen wurden. Und besonders die Einschreibung in die Ärztekammer macht oft Probleme, weil die Zeiten lang sind, bis die Studientitel anerkannt werden. Vieles kann man verkürzen, wenn man die richtigen Informationen hat. Einiges kann man noch nicht verkürzen. Wir sind dabei zu schauen, ob man in Rom die Anerkennung der ausländischen Studientitel beschleunigen kann. Das ist aber noch nicht ganz spruchreif. Die Aus- und Weiterbildung der Ärzte ist im Codex Deontologicus, also in der Berufsordnung der Ärztekammer, festgeschrieben. Das heißt, auch Ihr zukünftiges Leben, Berufsleben, werden Sie sich ständig aus- und weiterbilden müssen. Sie werden Teil der Ärztekammer werden und wir freuen uns auf Sie alle als neue Mitglieder und laden Sie natürlich auch ein, aktiv in der Ärztekammer teilzunehmen. Herzlichen Dank. Grazie al dottor Engel. Adesso abbiamo questo nostro servizio molto importante, è stato effettivamente fatto moltissimo in questo senso e quindi invito sul palco il primario del servizio, il dottor Mian Michel, direttore reggente del Servizio per l'innovazione, la ricerca e l'insegnamento. Grazie Silvana. Buonasera a tutti, willkommen euch allen. Herzlichen Dank für das zahlreiche Kommen. Und ich würde, ich habe noch ein paar Folien, mit einer kleinen Anekdote beginnen. Also ich habe 2006 im Südtiroler Sanitätsbetrieb angefangen. E una delle prime cose che mi è stato detto, a Bolzano non facciamo ricerca, non facciamo insegnamento, non siamo né clinica universitaria e neanche non facciamo parte dell'industria farmaceutica. E perciò sia la ricerca ma anche l'insegnamento a noi non ci interessa, noi dobbiamo fare una buona routine. A questo punto mi chiedo cos'è una buona routine e quindi alla fine in tutti questi anni mi sono rifiutato ad accettare questo che mi è stato detto e non ero l'unico. Kann nächste Folie haben bitte. Und zwar
waren mehrere Kollegen dieser Meinung. Und obwohl der Südtiroler Sanitätsbetrieb bis vor kurzem keinen Forschungsauftrag hatte, wurde sehr wohl Forschung durchgeführt, und zwar in der Freizeit, weil viele Kollegen und Kolleginnen, genauso wie ich, gesagt haben, nein, das gehört dazu, weil wenn wir Patienten betreuen wollen, dann müssen wir uns Fragen stellen. Wir müssen wissen, wie stellen wir die Fragen. Und um Fragen stellen zu können, müssen wir wissen, wie schaut es aktuell aus in der Literatur, was ist der aktuelle Wissensstand. Und somit frage ich mich, gute Routine ohne Forschung, geht das? Und ihr seht da ein paar sehr interessante Zahlen. Und zwar seht ihr da die Zahlen aus PubMed, die wir gesammelt haben, Jahr 2014 bis 2019. Es wurden 1600 Publikationen erstellt, wo der Südtiroler Sanitätsbetrieb an erster Stelle war oder mitgearbeitet hat. Und wenn ihr auf die Tabelle schaut, dann seht ihr die Einwohnerzahl von Südtirol. Und ihr seht die von Nachbarregionen. Und ihr seht, im österreichischen Umland hat keiner in diesem Zeitraum diese Zahlen erreicht. Die Zahlen unterscheiden sich etwas von Trient. Warum? In Trient gibt es eine Universität. In Bozen noch nicht. Und nichtsdestotrotz haben wir eine so hohe Anzahl an Publikationen erreicht. Und wenn wir jetzt schauen, woher kommen die Publikationen aus der Medline? Die meisten können sagen, ja, werden Eurax und so weiter. Das stimmt nicht. Fast die Hälfte aller dieser Publikationen stammen aus dem Südtiroler Sanitätsbetrieb. Und das, obwohl wir keinen Forschungsauftrag hatten. Wo erfolgte die Forschung? Wo erfolgt sie heute noch? In vielen kleinen Gruppen, einzelne Personen oder mehrere Personen, die in unseren Krankenhäusern forschen. Wir haben einige Strukturen zentral gelegen in Bozen. Ihr seht das Ethikkomitee, eine zentrale Pathologie, aber auch die Claudiana, wo Forschung betrieben wird, wo die Grundlagen für die Forschung gemacht werden. Aber ihr seht, es hängt recht wenig zusammen. Viele von uns sind da natürlich mit internationalen und nationalen Forschernetzwerken verbunden. Aber insgesamt kocht jeder sein eigenes Süppchen. Und vor 2 Jahren wurde ich und 2 weitere Kollegen, Dr. Spitzer und Dr. Haushofer, gebeten, ein Projekt zu erstellen, wie können wir Forschung im Südtiroler Sanitätsbetrieb machen. Und im Zuge dessen haben wir auch vorgeschlagen, eine Struktur zu errichten, die sich Forschung, Innovation und Lehre auf die Fahne schreibt. Und diese Struktur wurde letztes Jahr im Juni gegründet und hat sehr viele Aufgabenbereiche, wie ihr seht. Und zwar soll sie alle 3 Bereiche in unserem Betrieb massivst fördern. Diese Struktur ist zwar in Bozen angesiedelt, wird aber Büros in ganz Südtirol eröffnen, sodass, wenn ein Kollege in Bruneck sagt, er hätte ein Forschungsprojekt, er würde gerne die Bruneck-Studie neu auflegen, wie der Kollege, der vorne rechts sitzt, dann kann er zu uns kommen und wir helfen dabei, sozusagen Ressourcen zur Verfügung stellen, Datenmanager und so weiter und so fort. Aber auch, wenn er sagt, ich hätte eine Idee, wie machen wir jetzt ein Forschungsprojekt? Ich habe keine Ahnung, konkret aus dem Studium. Ruft bei uns an, wir helfen euch, wie man, stellt man die Frage, wie macht man Studienprotokoll, wie kommen wir zur Ethik? Der Dienst für Innovation, Forschung und Lehre, somit stellt Ressourcen bereit, aber nicht nur. Er dient auch da, er hat auch eine gewisse Vermittlerrolle zwischen den Universitäten und den Personen, die bei uns arbeiten oder zwischen den einzelnen Forschungstreibenden im Betrieb mit dem Ziel, ein Netzwerk zu schaffen, ein Netzwerk für Innovation, Forschung und Lehre. Wie ihr seht, auf dieser Grafik, ihr seht in gelb eingezeichnete Bezirke und in allen diesen Bezirken wollen wir mindestens ein Forschungsbüro eröffnen, in dem aber auch ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin gleichzeitig für die Lehre sitzen wird, sodass wir unsere Ressourcen, aber auch die Hilfestellung für Forschung und Lehre auf das gesamte Gebiet des Südtiroler Sanitätsbetriebes ausdehnen. Und Innovation darf natürlich nicht fehlen. Wir sind heute, haben heute den Umzug begonnen unseres Dienstes, den Neutech Park. Wir werden ihn am Montag abschließen. Also wenn ihr uns sucht, kommt zum Neutech Park, dort findet ihr uns. Und wir arbeiten dort bereits mit Firmen an Verträgen, um zum Beispiel virtuelle Realität, also im Sinne eines Simulationsprodukten, in den Südtiroler Sanitätsbetrieb zu bringen, aber auch in Zusammenarbeit mit der Claudiana, um neue Unterrichtsmethoden zu entwickeln. Und wir arbeiten bereits mit einigen Universitäten zusammen,
Wahrscheinlich kommt sie aus einigen von diesen. Wir sind, also der gesamte Sanitätsbetrieb ist Lehrbetrieb der Universität von Riga, der UMCH und seit heuer im Sommer von der BMU. Zusätzlich sind einige unserer Abteilungen Lehrabteilungen von der Universität Innsbruck und auch von der Universität in Verona. Und natürlich, wir können sagen, Forschung, alles schön und gut, aber wir brauchen Geld dafür. Das gibt es jetzt auch. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb stellt für das heurige Jahr 1 Million Euro für Forschungsprojekte zur Verfügung, die dann im Rahmen von Kollaborationsprojekten mit der BMU vergeben werden, aber es sollen auch noch neue Sachen folgen. Und in diesem Sinne wünsche ich alles Gute und viel Glück für eure Zukunft. Wenn ihr Fragen habt, sehr gerne. Wenn ihr Informationen braucht zu Studientitelanerkennung, was wird wo gemacht im Betrieb, wo gibt es irgendwas, wo finde ich Hilfe, scannt den QR-Code, dann kommt ihr auf unsere Internetseite. Dort findet ihr sehr viele Informationen und auch Kontaktdaten. Also wenn ihr was braucht, meldet euch bei uns. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Mia, für diesen spannenden Beitrag zum Thema Forschung. Es sind ja Zahlen, die sich durchaus sehen lassen können. Jetzt darf ich zwei Damen ganz herzlich willkommen heißen und zum Rednerpult bitten. Wir haben hier Frau Doktorin Sabrina Balduzzi, Abteilungsdirektorin für Personalverwaltung, und die Frau Doktorin Jutta Huber, Direktorin des Amtes für Anstellungen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Also, wir machen euch eine kleine Einführung über die rechtlichen Aspekte für die Facharztausbildung. Und ich darf euch kurz über das österreichische Modell der Facharztausbildung kurz einführen. Wie gesagt, wir haben, wie bereits Dr. Mian gesagt hat, wir haben in verschiedenen Abteilungen im Südtiroler Sanitätsbetrieb Stellen für die Facharztausbildung laut österreichischem Modell akkreditiert. Wenn uns der Direktor dieser Abteilung oder der Primar eben diese Stellen besetzen möchte, dann wendet er sich an uns und beantragt dann bei uns den Erlass einer öffentlichen Kundmachung. Wir als Amt für Anstellungen erlassen diese Kundmachung. Die wird auf der Internetseite des Sanitätsbetriebes dann veröffentlicht, bleibt 2 bis 3 Wochen meistens offen. Und ihr, wenn ihr Interesse habt, und das wünschen wir uns sehr, könnt dann dort euer Gesuch einreichen. Ganz wichtig für das österreichische Modell ist eben der Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises notwendig, C1. Aus diesem Grund ganz wichtig, dass ihr auch schon während der Studienzeit euch darum kümmert, dass ihr dann, sobald ihr das Studium abgeschlossen habt, dass ihr dann effektiv auch im Besitz dieses wichtigen Nachweises seid, weil andernfalls der Zugang zum österreichischen Modell eben nicht möglich ist. Ein anderes wichtiges Dokument, das eben für die Anstellung, weil ja das österreichische Modell über ein Anstellungsverhältnis läuft, ein bedienstetes Verhältnis ist, auch notwendig ist, ist die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. Leider passiert es immer wieder, dass, wenn wir soweit sind, dass immer wieder Kandidaten zu uns kommen, die nicht im Besitz dieser Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung sind. Deswegen bitte prüft es rechtzeitig ab, dass ihr effektiv entweder, wenn ihr 18 geworden seid, diese Erklärung abgegeben habt, beziehungsweise, wenn ihr nicht in Südtirol ansässig seid, diese zu einem späteren Zeitpunkt macht. Weil wenn irgendwann diese Zeit verloren geht, dann dauert es 18 Monate, bis diese Erklärung, die vor dem Landesgericht beziehungsweise vor einem Friedensgericht gemacht wird, wirksam wird. Eben, wir erlassen die Kundmachung, ihr reicht das Gesuch ein, anschließend aufgrund der Anzahl der Gesuche wird eine Rangordnung erstellt oder eine kleine Eignungsprüfung gemacht und dann endlich können wir das Arbeitsverhältnis, einen befristeten Arbeitsvertrag abschließen. Das österreichische Modell hat den Vorzug, ein bedienstetes Arbeitsverhältnis zu sein.
mit allen Vorzügen, die eben ein Dienstverhältnis mit sich bringt. Das heißt, ein Gehalt von ungefähr 2.800 Euro, 30 Tage Urlaub im Jahr, die Möglichkeit, in Vollzeit oder in Teilzeit diese Facharztausbildung abzuwickeln. Und die Dauer des Arbeitsvertrages liegt bei 72 Monaten, beziehungsweise für die Dauer, die notwendig ist, die Facharztausbildung eben abzuschließen. Wir haben auch ein sehr großzügiges Weiterbildungsangebot, bis zu 20 Tage im Jahr eben. Und eben, was eben das bedienstete Arbeitsverhältnis eben noch kennzeichnet, ist eben die Rentenversicherung. Man ist krankheitsversichert. Der Arbeitgeber, in diesem Fall der Südtiroler Sanitätsbetrieb, bietet dann eben auch die Haftpflichtversicherung gegenüber von Dritten. Und was eben für uns Frauen eben auch wichtig ist, der Mutterschutz. Und eben das Tolle von diesem Ausbildungsmodell ist, dass das gesamte Paket, das an und für sich für einen Bediensteten eben vorgesehen ist, auch schon während der Facharztausbildung als solches angeboten wird. Wie gesagt, wir laden euch ein, regelmäßig auf die Internetseite des Sanitätsbetriebes Einsicht zu nehmen. Es gibt einen eigenen Bereich, wo die Arbeitsangebote aufgelistet sind. Nehmt auch Kontakt mit den Primaren in den jeweiligen Krankenhäusern auf. Die freuen sich über eure Kontaktaufnahme. Und wir als Amt für Anstellungen stehen auch gerne bereit für rechtliche Fragen, für Zeiten, damit man eventuell auch Zeiten abklären kann, für die Anerkennung, wie es auch vorhin von Dr. Engel gesagt wurde. Und für arbeitsrechtliche Fragen stehen ich und meine Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf euch. Ich gebe das Wort jetzt Frau Dr. Balduzzi, die eben noch den anderen Aspekt des erläutern wird. Grazie. Oltre a questo modello di formazione specialistica appunto transfrontaliera, anche gli specializzandi con borsa di studio hanno la possibilità di frequentare le nostre strutture ospedaliere. In questo caso l'accesso e la frequenza sono molto più flessibili. Innanzitutto non è richiesto l'obbligo del bilinguismo, seppure con la borsa di studio provinciale è richiesto una certa competenza linguistica, ma la frequenza non richiede un attestato, diciamo, per il bilinguismo. L'accesso e la frequenza degli specializzandi con borsa di studio è prevista semplicemente attraverso un accordo tra l'università e il primario, il direttore della struttura della disciplina afferente. Sulla base di questo accordo lo specializzando può frequentare da un periodo molto breve anche periodi molto lunghi presso le nostre strutture ospedaliere. La frequenza presso le nostre strutture consente allo specializzando di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, quindi per eventuali danni causati ai pazienti. Lo specializzando è coperto dall'assicurazione dell'azienda e una copertura assicurativa infortuni. Come dicevo, l'approccio, diciamo, è molto flessibile, la durata della frequenza è assolutamente concordata con l'università e con il primario. Dal punto di vista economico l'azienda in questo caso non elargisce uno stipendio e quindi il specializzando usufruisce della borsa di studio provinciale o eventualmente appunto quella nazionale, ma durante il periodo della frequenza presso le nostre strutture può usufruire di un rimborso per l'aggiornamento. Il rimborso è previsto nella misura fino a 1.000 euro ogni anno per le spese, diciamo, sostenute per la formazione e l'aggiornamento, e raggiunto un certo livello di formazione, su richiesta del primario e autorizzazione da parte dell'azienda, può svolgere dei servizi di guardia a pagamento, quindi eventualmente arrotondare il proprio introito rispetto alla borsa di studio con le guardie in libera professione presso le strutture della propria disciplina, naturalmente. Un'altra forma di accesso dello specializzando alle strutture dell'azienda sanitaria della provincia di Bolzano è quella che è stata introdotta alcuni anni fa dal cosiddetto decreto Calabria. È un istituto che è stato introdotto e approvato alcuni anni fa a livello nazionale, consente agli specializzandi dell'ultimo, penultimo e del terzo anno di partecipare alle graduatorie, alle procedure di concorso per l'assunzione nelle aziende sanitarie. Anche noi applichiamo questo istituto, quindi i nostri concorsi pubblici sono aperti anche agli specializzandi, appunto dell'ultimo, penultimo e del terzo anno.
Lo specializzando partecipa alla procedura concorsuale, se idoneo viene inserito in una graduatoria, nella graduatoria concorsuale, in una graduatoria separata ovviamente rispetto agli specialisti. Esaurita la graduatoria degli specialisti, lo specializzando può essere assunto a tempo determinato per terminare il proprio periodo di formazione con un contratto a tempo determinato. In questo caso il contratto viene stipulato in accordo con l'università per una durata massima, per un tempo massimo di 32 ore settimanali, il restante è ovviamente oggetto di formazione presso l'università, e al termine del periodo di formazione il contratto a tempo determinato si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato, quindi diciamo che è un accesso prima ancora della conclusione della specializzazione. Ovviamente trattandosi di una procedura di concorso, in questo caso è richiesto il possesso dell'attestato di bilinguismo. Ecco, questo, come diceva la dottoressa Huber, questo intanto per quanto riguarda la nostra presentazione. Noi rimaniamo a disposizione dopo le presentazioni e poi ovviamente anche nei nostri uffici, sulla nostra pagina internet e sui nostri contatti. Grazie. Grazie alla dottoressa Balduzzi e alla dottoressa Weber che ci hanno un po' illustrato quali sono le modalità e le possibilità di assunzione. E quindi mi aggancio a quello che ha detto la dottoressa Balduzzi. Finito la presentazione, i saluti e l'approfondimento sulle tematiche, andremo avanti con le vostre domande e quindi saremo a disposizione qui ancora una mezz'ora per le vostre domande, ma poi ci sono degli info point che sono aperti tutta la serata ai quali voi vi potrete rivolgere per ulteriori approfondimenti su cose che magari volete ancora approfondire o chiedere, e quindi potrete farlo più avanti. Adesso invece vorrei invitare il dottor Martin Matcher, che è il direttore della ripartizione per lo sviluppo del personale, il quale vi parlerà della formazione, aggiornamento dei corsi di lingua e anche della regolamentazione dello sviluppo del personale. Grazie. Grazie Silvana. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Es ist mir eine große Ehre, hier diesen Bereich vertreten zu dürfen. Ich glaube, es gibt wenig andere Bereiche, auf die wir so stolz sein können im Südtiroler Sanitätsbetrieb, auf die Sie in Zukunft auch so stolz sein können und zurückgreifen können, als den Bereich der Personalentwicklung und der Aus- und Weiterbildung. Ich glaube, wir brauchen da keinen Vergleich zu scheuen, beziehungsweise können sogar sagen, dass es kaum einen anderen Gesundheitsbetrieb, Sanitätsbetrieb im In- und Ausland, auch im Ausland nicht gibt, der so viel in die Personalentwicklung, in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seiner Ärztinnen und Ärzte investiert. Ich glaube, das kann sich mehr als sehen lassen und ist uns wirklich ein sehr, sehr großes Anliegen. Der Sanitätsbetrieb scheut diesbezüglich keine Kosten und Mühen, um Sie auch immer professionell weiterzubringen, Ihre Entwicklung zu fördern, aber auch Sie sowohl fachlich wie auch menschlich, sozial und im Managementbereich eben weiterzubilden. Wir haben hier interne, externe Weiterbildungen bis hin zu weltweiten Kongressen, die Sie besuchen können, die Sie weiterbringen und die Ihre fachliche Entwicklung dann fördern. Wobei wir hier, und das ist glaube ich auch einmalig, sowohl Ihre Zeit, die Sie dort verwenden, dann für diese Weiterbildungen anerkennen, dienen dann auch als Arbeitszeit, Weiterbildungszeit eben anerkannt wird, aber wir unterstützen Sie auch, indem wir die Einschreibungen übernehmen, indem wir Ihre Fahrt- und Aufenthaltskosten übernehmen. Und dafür glaube ich, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, den Sie dann, das wage ich zu behaupten, dann sehr, sehr schätzen werden, wie auch dann wahrscheinlich die, vielleicht auch die Testimonials dann unterstreichen werden. Es geht dann auch bis hin zu ganz spezifischen Ausbildungen, Masterausbildungen, in Zukunft auch dann Doktoratsstudien, PhDs, aber auch ja, Habilitationen, wer Interesse hat.
werden vom Südtiroler Sanitätsbetrieb zukünftig sehr stark unterstützt und gefördert. Was wir dann von Ihnen dann auch verlangen, ist, dass Sie uns dann auch eine bestimmte Zeit im Südtiroler Sanitätsbetrieb natürlich erhalten bleiben, eine dreijährige Dienstverpflichtung dafür dann unterschreiben. Wir haben da auch dann noch verschiedene andere Bereiche. Ein ganz wichtiger Bereich ist in letzter Zeit auch die Sprachenförderung. Die Förderung der Zweitsprache steht bei uns ganz hoch im Kurs. Und dafür haben wir eigene Förderprogramme aufgesetzt, die Sie dann in Anspruch nehmen können. Ich glaube, das ist auch, die reichen dann von ersten Crashkursen, Online-Kursen, auch Sprachkursen, aber jetzt auch ganz neu Auslandsaufenthalten mit zum Erlernen der Zweitsprache. Das heißt, Sie können einen Monat im Ausland sich aufhalten und dort dann die Sprache lernen, bei vollem Gehalt, bei vollen Kostenübernahme, Zeitanerkennung natürlich, indem Sie halt eben das Gehalt für ihre Tätigkeit dann bekommen, um eben die Sprache zu erlernen. Ich glaube, das ist fast einmalig, würde ich fast sagen, um eben wirklich hier unser Sprachniveau dann zu heben und Sie auch vorzubereiten, eventuell auf die notwendige Zweisprachigkeitsprüfung, sofern Sie die nicht schon vorher haben. Ich wage zu behaupten, eben, dass die Personalentwicklung im Südtiroler Sanitätsbetrieb ganz, ganz einen hohen Stellenwert hat. Ich glaube, sonst würde der Betrieb, der Generaldirektor in erster Linie, nicht die eigene Abteilung jetzt geschaffen haben, wo wir sie noch stärker und noch besser unterstützen können, noch stärkere Ausbildungsprogramme fördern können, wie gesagt, sowohl im Fachlichen, aber vor allem auch im Bereich der Führung, Management, wird es auch in Zukunft noch weitere Initiativen geben, weitere Unterstützungsmaßnahmen geben. Wir werden mehr Instrumente noch zur Verfügung stellen, sodass Sie Ihre Aufgabe im Südtiroler Sanitätsbetrieb noch viel besser und dann für den Bürger eben erfüllen können. Ja, ich glaube, ich möchte dazu jetzt nicht sehr viel anders bürokratische Details erwähnen. Ich glaube, das können wir dann bei Fragen gerne klären. Die Welt im Südtiroler Sanitätsbetrieb steht Ihnen offen. Vielleicht noch ein Wort auch, das hat schon der Generaldirektor erwähnt. In Zukunft wird es auch sehr einige Abkommen mit Spitzenkliniken in Europa und darüber hinaus geben, wo Sie einige Zeit Ihrer Arbeitstätigkeit, vielleicht auch Ihrer Ausbildung verbringen können, um dort eben Spitzenmedizin hautnah zu erleben. Und das alles wieder auf Kosten des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Das wird Ihnen dann alles anerkannt, auch wieder mit Kostenerstattung der eventuellen Spesen und so weiter. Also ich glaube, das sind sehr viele sehr schöne Sachen, die Sie als Jungärztinnen und Jungärzte dann in Anspruch nehmen können, die wir hier als Südtiroler Sanitätsbetrieb Ihnen anbieten, die Sie hier nützen können, die es hier im Umfeld sonst nicht so ohne weiteres gibt, beziehungsweise nur in eingeschränkter Form. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich. Wir geben Ihnen gerne Auskunft. Wir sagen Ihnen, was Sie machen können, was Sie erwartet, wie Ihnen sozusagen die Welt in der Aus- und Weiterbildung zu Füßen liegt, um Sie auch persönlich, aber fachlich dann auch weiterzubringen. Ein ständiges Lernen, wie der Sanitätsdirektor gesagt hat, in Ihrem sehr schönen, sehr wichtigen, aber auch sehr anspruchsvollen Beruf, Sie immer auf den neuesten Stand zu halten und Ihnen alles zu ermöglichen, was Sie brauchen, um Ihren Beruf gut ausüben zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Matscher, für den Beitrag zum Thema Aus-Weiterbildung, Sprachkurse. Wir kommen jetzt, also bevor ich jetzt weitergehe, es gibt dann nach den Gastbeiträgen, nach der Fragerunde, die wir dann Ihnen auch anbieten, noch eine weitere Veranstaltung im Untergeschoss. Und dort stehen noch Infopoints bereit, also Personen, die diese Infopoints gestalten und Ihnen weiterhin für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen.
Jetzt darf ich einen weiteren Arzt ans Rednerpult bitten. Herrn Dr. Marco Angrimann, Referent für die ärztliche Weiterbildung in der Sanitätsdirektion. Grazie, Marco. Grazie, Herr Christoph. Einen schönen Abend meiner Seite. Buonasera a tutti. Recupero il telecomando nel frattempo. Mi chiamo Marco Angrimann, sono un medico in staff alla direzione sanitaria e mi occupo di sviluppo professionale e per l'area medica e della dirigenza sanitaria e quindi svolgo un ruolo di interfaccia con tutti i dirigenti che avete visto qui sul palco e con quelli che sono seduti tra di voi. E spesso rappresento il primo punto di contatto per chi chiede informazioni sui modelli di formazione specialistica in azienda, insieme a chi lavora su questo in assessorato alla salute. Sarò molto molto sintetico perché vi è stato detto quasi tutto. Rubo solo un secondo per ringraziare il direttore generale e il direttore sanitario per il sostegno che danno in maniera costante e potente allo sviluppo professionale in azienda. E poi ringraziare il team recruiting, ringraziare Silvana, Christoph e Elisabetta che vedete giù in fondo perché hanno fatto un lavoro organizzativo incredibile. Cioè un momento come questo ha dietro un grossissimo lavoro organizzativo sul campo, quindi grazie. Finisco ringraziando quelli di voi che hanno usato una parte del loro tempo per rispondere alle domande che vi abbiamo mandato. Grazie perché è stato molto utile. Molte domande ricorrono, quindi avete spesso dei quesiti che ovviamente sono più che giustificabili. Quindi ho cercato di intanto di dare risposta ai tre quesiti più frequenti, perché poi giù al corner ovviamente potremo affrontare i quesiti di ciascuno di voi. Quindi quanti modelli di formazione specialistica attualmente sono supportati in provincia? Sostanzialmente ne abbiamo principalmente tre, quindi i secondi due, che sono quelli che si basano su borse erogate dall'assessorato alla salute, che quindi vi permettono di trascorrere dei periodi formativi in una sede universitaria, su territorio nazionale o estero, e una parte in una o più strutture dei nostri ospedali prevalentemente, ma comunque dei nostri servizi. Il modello che vedete più in alto, invece, è quello cosiddetto transfrontaliero, quindi che sostanzialmente vi permette di trascorrere il periodo di specializzazione seguendo l'ordinamento delle Österreichische Ärztekammer presso i nostri ospedali, con eventualmente dei periodi presso altre sedi, come vi è stato anticipato. Ovviamente cambia il vostro interlocutore istituzionale, questa è una cosa che mi accorgo spesso non è molto chiara, quindi per le borse di studio il vostro principale interlocutore diventa l'assessorato alla salute, che eroga una borsa per la quale comunque è richiesto un livello della conoscenza della lingua il più possibile vicino al C1 e che diciamo chiaramente quale ritorno dell'investimento chiede poi di prestare servizio per almeno 4 anni nei 10 successivi al conseguimento del titolo. Questo per quanto riguarda le borse di studio. Invece per il Grenzüberschreitendes Modell cambia il vostro interlocutore istituzionale, perché voi diciamo al termine della procedura di assunzione firmate un contratto a tempo determinato della durata del periodo di specializzazione, che secondo l'ordinamento austriaco dura all'incirca 6 anni, con piccole variabilità tra le discipline, con l'azienda sanitaria. Quindi svolgerete le vostre attività nei vostri ospedali, in una e più sedi, seguendo dei rotationsmodelle che sono definiti dai rispettivi primari, sempre in ottica formativa, con un esame poi conclusivo presso l'ordine dei medici austriaco alla fine del percorso. Per chi proviene dal modello italiano, quindi una grossa differenza è che non vi sono esami in itinere. Questo anche è un altro quesito che spesso mi viene posto. L'esame è conclusivo. Al termine di questo conseguirete il titolo estero, che poi verrà riconosciuto sulla base delle leggi europee a livello nazionale. Attualmente abbiamo più di 20 discipline accreditate, sia per l'ambito medico che chirurgico, che dei servizi. Poi ovviamente al corner possiamo approfondire in base alla disciplina che vi interessa.
Vi ho fatto delle domande, voi avete risposto, voi farete delle domande, cercherò di rispondere per quello che è nelle mie capacità. Vi chiedo di raccontarmi qualcosa quando verrete a parlarmi, raccontatemi il vostro perché. Vi invito anzi a leggere questo libro di Simon Sinek che è illuminante. Cercate il vostro perché, probabilmente lo avete già trovato in base alla disciplina che avete scelto, ma in particolare raccontatemi perché vorreste trascorrere da noi il vostro periodo di formazione specialistica. I recapiti, insomma, sono disponibili online, con molti di voi ci siamo già sentiti via mail, telefono, video call, di persona, però ecco, i recapiti sono questi. Per quello che riguarda l'assessorato alla salute, io collaboro sempre con Birgit Schmidt e Josefine Spitaler, che sono persone sempre disponibili e che semmai se avete quesiti sul transfrontaliero vi indirizzano poi in azienda. E ci vediamo poi al corner. Grazie. Allora, grazie al dottor Angriman per queste delucidazioni in ambito specialistica e quindi sulle varie modalità. Volevo fare anche presente che stasera con noi presso il corner ci sarà anche la dottoressa Birgit Schmidt che vi darà appunto assieme al dottor Angriman eventuali altre delucidazioni per tutto quello che riguarda le borse di studio e così via. Adesso abbiamo pensato non solo è importante che voi abbiate delle indicazioni relativamente a quello che l'azienda sanitaria sta facendo e sta organizzando per voi, però ci sembrava anche importante, come per le altre situazioni di investment for the future, che poteste sentire un po' anche delle esperienze di persone che come voi poi hanno deciso di venire da noi e di iniziare il loro percorso di studio o di lavoro. Quindi inviterei la dottoressa di Censo, Rita, che avrà la sua prima, come testimonial, avrà la sua prima, sì, il suo primo intervento. Prego. Allora. Buonasera a tutti e innanzitutto ringrazio per avermi dato la possibilità di raccontare la mia esperienza questa sera. Allora, io mi chiamo Rita Di Censo e sono un medico specializzando in neuropsichiatria infantile e dell'adolescente. Vi racconto un pochino il mio percorso. Io ho conseguito due lauree magistrali, una in biotecnologie molecolari e cellulari e una in medicina e chirurgia. E nel 2017 ho sostenuto l'esame di Stato, l'esame di abilitazione da medico chirurgo. Tra il 2017 e il 2019 ho lavorato prevalentemente in guardia medica e in alcune cliniche private. E in questi anni mi sono avvicinata alla lingua tedesca, ho cominciato a studiare il tedesco proprio per avere più possibilità di scelta nel mio percorso e magari guardare anche all'estero. E in quest'ottica nel 2018 ho trascorso un mese nell'ospedale di Graz. E successivamente nel 2019 ho ottenuto la certificazione di lingua tedesca di livello B2 e poi ho fatto uno stage presso l'Istituto Pediatrico Svizzero a Bellinzona. E sempre in questi anni ho incominciato anche ad informarmi sulla possibilità di accedere alle borse della provincia autonoma di Bolzano. E sempre su questa linea nel 2019 ho sostenuto l'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche per le specializzazioni in ambito sanitario a Bolzano con esito positivo e poi ho partecipato al concorso nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria concorrendo per le borse bolzanine. Ovviamente sono risultata in posizione utile e ho scelto la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile dell'adolescente.
Ho svolto i primi tre anni del mio percorso presso l'ospedale Borgo Trento di Verona e attualmente mi trovo nel reparto di psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva a Merano, che è un reparto che fa parte delle sedi formative della mia scuola di specializzazione. È un reparto che è stato creato circa 10 anni fa per quanto riguarda l'aspetto strutturale, seguendo il modello austriaco e svizzero. E per quanto riguarda la parte clinica, è un reparto la cui attività è sottoposta costantemente alla supervisione dei principali esponenti universitari sul panorama nazionale. E io per contratto ho l'obbligo di trascorrere gli ultimi 16 mesi della mia specializzazione, del mio percorso di specializzazione in Alto Adige e ho deciso di suddividere questi 16 mesi in 8 mesi presso l'ospedale di Merano e gli ultimi poi 8 mesi nel reparto di neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva presso l'ospedale di Bolzano. Allora, concludo rispondendo a due domande che secondo me sono molto importanti. La prima è quali sono i criteri di scelta, come scegliere una specializzazione. E secondo me è importante ascoltarsi e seguire i propri interessi, le proprie passioni, la propria motivazione e quindi anche il proprio interesse per un determinato ambito sanitario e soprattutto più di ogni altra cosa è importante fare una scelta che non sia opportunistica. Il nostro lavoro delicato è un lavoro per la vita ed è importante seguire il proprio istinto e il proprio cuore. La seconda domanda alla quale voglio rispondere è perché in Alto Adige? Allora, in Alto Adige c'è qualità della vita e qualità del lavoro. Qualità della vita lo vediamo anche dalle classifiche del Sole 24 Ore e vediamo che la città di Bolzano è costantemente nelle prime posizioni. E per quanto riguarda la qualità del lavoro è importante sottolineare che l'Alto Adige si impegna non solo per fornire un'attività assistenziale ma anche un'attività di innovazione e di ricerca clinica al fine di garantire un'assistenza medica di alta qualità. Grazie. Grazie dottoressa Di Cenzo per la sua relazione, per l'opportunità che ci ha dato a partecipare alla sua vita professionale, al suo percorso di studio. Grazie mille. So, weiter geht's mit der Frau Doktorin Lisa Lariefors. Vielen Dank, dass Sie da sind. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitata oggi. Io parlerò molto brevemente, sarete anche un po' stanchi adesso, e parlerò un po' a braccio, non ho delle slide. Allora, io sono nata e cresciuta qua a Bolzano, nonostante il nome così un po' esotico, e sono qua a Bolzano come specializzanda in neurologia al quarto anno e sono arrivata qui a Bolzano solo gli ultimi mesi in maniera un po' particolare, nel senso che io ho una borsa di specializzazione statale, ho deciso di far risparmiare un po' la provincia e da questa borsa statale insomma sono riuscita ad arrivare qui a Bolzano negli ultimi mesi grazie a un contratto temporaneo, un contratto Covid. E, per cui insomma tutta la gran parte della mia formazione l'ho fatta a Padova e sono qua solo in questi ultimi mesi. Posso citare qualche differenza rispetto alla vita presso l'Università di Padova e specialmente qualche differenza che interessa più a voi, nel senso che qua a Bolzano gli specializzandi sono pochi, sono un numero sicuramente molto minore rispetto a quello che c'è nelle grandi università, specialmente adesso gli ultimi anni che sono entrati sono veramente tanti,
tanto da insomma questi miei colleghi dei primi anni li vedo sgomitano un po', faranno sicuramente molto meno esperienza di quello che ho fatto io, che eravamo molti molti meno. E in generale si è seguiti un po' meno, mentre qua a Bolzano sono di fatto l'unica specializzanda insieme a un collega del primo anno e c'è sicuramente più disponibilità anche da parte dei colleghi di seguirci. Tra l'altro mi sono trovata molto bene anche nel team, nel senso che ho trovato dei colleghi strutturati molto molto competenti anche appunto rispetto al centro universitario e disponibili. Nonostante appunto faccia un'attività abbastanza autonoma, sono anche da sola in ambulatorio, sono da sola di guardia, comunque sono sempre disponibili nel caso in cui ci sia bisogno e stimolano anche molto la curiosità e eventualmente anche l'approfondimento di altre cose. Che altro? Ovviamente ci sono altri vantaggi rispetto al resto d'Italia. Abbiamo già detto vantaggi remunerativi che non sono indifferenti, soprattutto quando si raggiunge una certa età e si vuole un attimino stabilizzarsi. Nel resto d'Italia, come sapete, la borsa è pari a 1.500 euro, che insomma al terzo o quarto anno trovarsi a fare le notti da sola, il weekend, e prendere 1.500 euro al mese iniziava a essere un po' pesante. E quindi come me, tanti altri miei colleghi hanno deciso di sfruttare o i contratti Covid o il contratto Calabria e farsi assumere in altre sedi. E, che altro? Un'altra cosa che ho trovato stimolante dal mio punto di vista, visto che sono stata tanti anni in Italia, cioè in Veneto, tornare e poter riprendere un po' il tedesco, non essendo io perfettamente bilingue, l'avevo un po' perso e trovo che sia molto stimolante poter riprendere la lingua e trovarmi anche a confrontarmi con tante persone di madrelingua tedesca, quasi più che in tutta la mia vita passata qui in Alto Adige, insomma, dove purtroppo le cose sono ancora un po' separate. E basta, poi sono disponibile ovviamente per domande anche in questa sezione successiva e successivamente durante negli info point, insomma. Va bene. So, wir sind jetzt am Ende, zumindest der Beiträge. Weiter geht es jetzt mit einer Fragerunde. Ich möchte aber jetzt, bevor wir mit der Fragerunde beginnen, alle Primare, ärztliche Leiter, ärztliche Direktorin und so weiter mal bitten, aufzustehen. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Wir haben hier Frau Doktorin Roberta Vanzetta, ärztliche Direktorin im Gesundheitsbezirk Bruneck. Herr Dr. Christoph Leitner, Innere Medizin, Bruneck. Herr Dr. Christian Diaco, Rheumatologie, landesweiter Dienst. Herr Dr. Michael Engel, ärztlicher Leiter des Krankenhauses von Sterzing. Und den Herrn Primar Michael Mian, kennen Sie schon. Diese Leute freuen sich wirklich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Entschuldigung. Dr. Eisen, der Klaus Eisen, ich habe Sie jetzt verwechselt, sorry. Ja, Sie schauen ähnlich aus, ja, stimmt. Wo denn? Den Herrn Doktor da hinten kenne ich jetzt leider nicht von der... Herr Dr. Karner, schön, dass Sie auch hier sind, Radiologie Bozen, glaube ich. Bruneck, Radiologie Bruneck. Diese Dame, diese Herren freuen sich auf das Gespräch mit Ihnen. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Es sind alles liebe Leute, wirklich interessant. Den Herrn, unser medizinisches Geschichtsbuch, den Herrn Dr. Josef Wiedmann natürlich auch. Also nehmen Sie die Gelegenheit wahr, mit diesen Menschen hier zu sprechen. Vielen Dank. Prima di iniziare ancora con le domande, pregherei Martin se ci può proiettare la pagina relativa alla Summer School.
Allora, un'altra cosa, innanzitutto ragazzi, grazie. Vi chiedo, vi dico già adesso, grazie, grazie per le vostre domande che porrete, perché per noi questo è fondamentale. Tutto quello che è stato fatto fino adesso e che avete dato la possibilità ai nostri direttori di creare cose nuove, di pensare cose nuove, è soprattutto grazie alle vostre esperienze, alle vostre domande, alle vostre osservazioni. Altrimenti non saremmo in grado di capire dove andare, dove dirigere la nostra barca. Vi vorrei parlare della Summer School, perché anche la Summer School è una nuova iniziativa. Abbiamo già due edizioni e questa iniziativa è stata ideata appunto dal Servizio Innovazione e Ricerca ed Insegnamento, che assieme al dottor De Iaco, che è qui presente stasera con noi, hanno organizzato. Quindi 3 giorni di corso formativo completamente gratuito in posti molto belli. L'anno scorso l'abbiamo fatto a Dobbiaco e quest'anno l'abbiamo fatto a Nalles, dove in piccoli gruppi tutti i ragazzi che si sono iscritti hanno avuto modo, in gruppi da 6-7 persone, di fare pratica, di essere veramente a contatto con i medici, di venire a conoscenza di strumentazione, e quindi questo in modo molto, molto semplice, vorrei dire, attraverso l'iscrizione a questa pagina, inviando l'interesse a partecipare. Quindi vi vorrei dire, se siete interessati, controllate le nostre pagine, quindi su Carriera troverete anche gli eventi come questo e ci sarà anche la Samba School, oppure sulla pagina del IRTS ci saranno tutte le indicazioni per poter partecipare alla prossima edizione. Speriamo di essere in grado di organizzare anche una Winter School. E speriamo di vedere qualcuno di voi, forse qualcuno che ha già partecipato alla Summer School è presente tra di voi o no? Ah, ecco, benissimo, benissimo. Quindi se ti alzi, qualcuno, se ti deve fare delle domande, se ti è piaciuto o non ti è piaciuto e sarà una cretinata, te lo verrà a chiedere anche a te, ok? Allora, willst du auch etwas auf Deutsch sagen über die Summer School? Ich glaube, wir müssen nicht alles übersetzen, sonst wird der Abend wirklich zu lang. Ich würde jetzt wirklich mit der Fragerunde beginnen. Und die ist jetzt eröffnet. Bevor wir das Buffet eröffnen, eröffnen wir die Fragerunde. Die Damen und Herren stehen für Sie zur Verfügung. Bitte nicht alle zugleich. Buongiorno, io sono Victoria Mattei, sono laureata da poco e ero venuta qua perché ero interessata a fare medicina generale ed essendo un concorso regionale dovevo scegliere quindi se farlo qui o dove ho studiato. E la mia domanda forse è già stata, avete già risposto magari, ma se posso dare un piccolo consiglio. Purtroppo tanti redattori hanno parlato solo in tedesco e anche le slide erano solo in tedesco. Io sono un po' arrugginita perché ho studiato fuori, quindi sarebbe stato bello magari avere più redattori che parlassero in italiano, soprattutto per quanto riguarda la parte della preparazione linguistica, che immagino sia rivolta insomma soprattutto a chi è di madrelingua italiana. E quindi la mia domanda era per quanto riguarda il concorso di medicina generale, essendo appunto regionale, non c'è la possibilità di fare dei periodi nelle altre università che sono state citate come Verona, Padova, per tirocini e cose simili? Sì, mi presento, sono dell'ufficio ordinamento sanitario e noi organizziamo praticamente questi 3 anni assieme con l'Istituto per la Medicina Generale tutto il percorso triennale della medicina generale. C'è un esame d'ammissione, il requisito è praticamente o il patentino di bilinguismo su livello C1 o praticamente l'attestato linguistico appositamente organizzato dal servizio sempre per medici, sempre su livello C1.
Sì, questo è per i requisiti. Ma per i requisiti, per l'ammissione a questo concorso. E poi la formazione è esclusivamente qua in regione, quindi? Praticamente il periodo o la formazione si svolge presso la Claudiana sotto praticamente la sorveglianza dell'Istituto per la Medicina Generale. Oggi non c'è un rappresentante dell'Istituto qua presente, ma praticamente l'offerta formativa della Claudiana, dell'Istituto stesso. Noi come ufficio sviluppiamo praticamente il test d'ammissione, praticamente la domanda viene fornita presso il nostro ufficio e anche praticamente noi controlliamo i vostri libretti di prestazioni di servizio, praticamente il finanziamento e, come già detto prima, praticamente con il patentino di bilinguismo ricevete una quota un po' in più, se no praticamente adesso siamo aumentati fino a 2.500 al netto al mese. E sì, mi sa che questa è la sintesi. E poi l'esame finale lo farete anche lì alla Claudiana, lo organizziamo noi praticamente anche con un rappresentante del ministero e una commissione un po' nominata dal nostro ufficio, ecco. Grazie Birgit, io forse posso aggiungere dal punto di vista formativo una cosa per quello che riguarda diciamo l'assetto in Italia. Le scuole di specialità per medico medicina generale sono su base regionale o di provincia autonoma, insomma, quindi le attività formative si svolgono sul territorio in cui ha sede la scuola, quindi nel nostro caso presso i medici di medicina generale o presso le strutture ospedaliere per i tirocini previsti per l'ambito ospedaliero. A mia conoscenza, non fuori provincia, eventualmente consiglierei semmai di contattare l'Istituto di Medicina Generale, se lo cercate in Google trovate la loro pagina, loro sulla parte formativa, in quanto ecco, non è gestita, diciamo, lato azienda sanitaria, vi possono dare il dettaglio. Grazie. Prego. Weitere Fragen? Buonasera, mi chiamo Martina Menegolo e mi sono laureata da poco in Italia anch'io a Padova e sono contenta che la mia collega abbia, diciamo, esposto questo problema linguistico, anche perché anch'io sono un po' arrugginita col tedesco, quindi in alcune parti forse ho fatto un po' difficoltà a seguirvi. E io ero invece interessata più che altro a capire qual è il vostro metodo di selezione per quanto riguarda invece la specialistica in Alto Adige. Quindi se c'è un esame orale piuttosto che scritto. Allora, dermatologia, noi abbiamo circa per un posto 10 aspiranti. Okay. Facciamo un corso, veramente un concorso pubblico, esame scritto, orale e pratico. Ok, e posso chiedervi anche dove è possibile poi dopo reperire le varie domande e i vari concorsi? Le domande non sono reperibili naturalmente. No, nel senso il concorso a cui poi dopo ambire o comunque iscriversi. No, c'è sul sito dell'azienda, ci sono banditi i posti. Ok. E poi c'è un esame. Ok. Che si tiene per tutte le specialità. Ok, perfetto. Ma per Bolzano, se no anche a Brunico o a Merano. Ok, perfetto. Grazie. Posso aggiungere qualcosa? Allora, nella nostra pagina www.sabes.it avete nella parte carriera, sulla sinistra si apre un menu dove troverete le offerte di lavoro. Nelle offerte di lavoro ci sono, come diceva il dottor Eisendle, anche, eccola qua, carriera, und sotto offerte di lavoro a sinistra, grazie Martin, splendido. Ecco, lì troverete a mano tutti gli avvisi, ad esempio anche se tu scorri un pochino sotto dovremmo aver appena pubblicato qualcosa, profilo, informazione specialistica, ecco ad esempio, per Bolzano il 22/9 avviso pubblico graduatorie per assunzione temporanea, medico, informazione specialistica, disciplina di anestesia e rianimazione. Lì troverete
del percorso degli specializzandi che ha già in carico, per cui potrebbe avere degli specializzandi in uscita, per esempio nel giro di qualche mese, e quindi vi potrebbe anticipare che nell'arco di 3 o 4 mesi sarebbe disponibile un posto di specializzazione in quella disciplina e in quell'ospedale. Quindi consigliamo comunque sempre di tenersi in contatto o con il punto di accesso, appunto il dottor Angriman, o comunque con i servizi primari di riferimento, che sono sicuramente sempre disponibili a darvi informazioni sulla loro disciplina. So, guten Abend, mit der Mara Lukas mein Name. Für gewisse Ausbildungsmodelle braucht man ja den Zweisprachigkeitsnachweis. Wie ist es denn im umgekehrten Fall, wenn man jetzt Deutscher ist und Italienisch lernen muss? Hat man da auch irgendeinen Zugriff auf die Sprachkurse, auf den bezahlten Monat in Italien, um Italienisch zu lernen? Weil viele von uns sind ja wirklich noch am Anfang der Ausbildung und haben noch keine Facharztausbildung und bräuchten sozusagen den Bilinguismo jetzt, um starten zu können. Ja, natürlich. Dieselben Bedingungen gelten auch für Ärztinnen und Ärzte, die deutscher Muttersprache sind und damit vielleicht Italienisch lernen möchten. Allerdings sind das die Voraussetzungen, wenn ich Angestellte bin, um dann eben die Weiterbildungsmaßnahmen, und zu denen auch die Spracherlernung gehört, eben zählen. Bisher ist es so, dass die Facharztausbildung nach österreichischem Modell eben schon an die Zweisprachigkeitsprüfung C1 eben gebunden ist und Sie deshalb vorher die schon absolvieren müssten. Auch wenn Sie dann im Betrieb sind, können Sie selbstverständlich in den 5 Jahren, bis zu 5 Jahren, bis Sie dann halt die Zweisprachigkeitsprüfung haben müssen, eben auch die Maßnahmen, die Vergünstigungen in Anspruch nehmen, die es gibt für die Erlernung der Zweitsprache. Auch in Italien und damit auch in anderen italienischen Regionen die Sprachkenntnis verbessern. Habe ich das richtig verstanden? Und man braucht den Zweisprachigkeitsnachweis erst zum Ende der Ausbildung beim österreichischen Modell oder sind das dann andere Modelle? Nein, am Anfang. Also okay, für den Beginn der Facharztausbildung nach österreichischem Modell braucht es die Zweisprachigkeitsprüfung C1. Es gibt auch eine Ergänzung seitens Frau Dr. Schmidt. Also wenn Sie jetzt in Österreich oder Deutschland noch Medizin studieren, dann empfiehlt es sich, wenn Sie nach Südtirol kommen wollen, schon eben den BLIDA zu absolvieren. Das ist ein Sprachnachweis, der vom italienischen Ministerium angeboten wird. Und dieser Nachweis ist dann eben in Bozen auch anzuerkennen, wird auch anerkannt. Und da muss man dann nur mal den deutschsprachigen Teil machen. Also das ist der einfachere Weg meistens. Dankeschön. Okay. Buonasera, mi chiamo Lorenzo Celin, intanto vi ringrazio per l'evento. Io volevo chiedere se con la formazione transfrontaliera è possibile in qualche modo garantire anche una certa continuità lavorativa al termine della formazione o se invece una volta finito si viene poi un po' lasciati a se stessi. Grazie. Scusi, adesso mi sono persa un attimo. Al termine della formazione come dicevo prima, l'accesso per esempio attraverso il decreto Calabria fa sì che il contratto si converta già in contratto a tempo indeterminato, quindi se lei nel corso della formazione al terzo anno di formazione o all'ultimo o al penultimo anno partecipa al concorso pubblico e ottiene l'assunzione come specializzando col contratto a tempo determinato, al termine della specializzazione il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato. Diversamente nella formazione col transfrontaliera piuttosto che con le borse di studio, la conclusione della formazione specialistica presuppone poi un contatto e un accesso diverso, che è quello attraverso gli avvisi pubblici e i concorsi pubblici.
Ok, certo, grazie. Sì, appunto, volevo un attimo capire se il decreto Calabria fosse applicabile anche alla formazione transfrontaliera o meno, e mi ha risposto, grazie. Sì. Volevo brevemente salutare nel frattempo il dottor Volanti che ci ha raggiunto, grazie mille, il presidente dell'Ordine dei Medici. So che ha avuto delle difficoltà, forse vuole dire una parola, visto che ha fatto una corsa per arrivare. Mi scuso, ma il traffico ferroviario era bloccato tra Roma e Napoli per quasi tre ore, quindi insomma è stato un disastro per tutti. Io volevo salutare tutti i giovani medici presenti e ringrazio il dottor Zerzer per l'invito. Non entro in quello che avete già discusso perché non so cosa, tutto quanto vi hanno già rappresentato. Quello che è da tenere conto è che gli ordini e soprattutto l'ordine di Bolzano vuole entrare a occuparsi molto della formazione dei medici, sia per la formazione specialistica che per la formazione della medicina di base, dove già è dentro. Ci sono già l'interessamento anche già per le scuole superiori, e quindi questo è un ambito che per noi diventerà strategico per il futuro. Diversamente il governo ha pensato di darci una competenza sull'obbligo vaccinale, che era una competenza che non ci spettava, che è stato un bagno di sangue, una fatica enorme per tutti noi e che dovrebbe terminare con fine anno. Forse il governo lo farà terminare prima, ma in ogni caso non era il compito che ci eravamo posti, perché no, il compito nostro è di accompagnare tutti i medici nella professione, quindi sotto profilo deontologico e formativo. Avrete letto anche che adesso finisce il triennio formativo, gli ECM vanno. Ci sono i tempi dove a fine anno chi non ha i crediti rischia la sospensione, rischia delle sanzioni. Quindi da questo punto di vista la formazione e l'aggiornamento sono il compito prioritario degli ordini. Ecco. E quindi noi siamo contenti di essere all'interno di questo meccanismo, vi hanno rappresentato tutte le possibilità di formazione che ci sono in provincia. Credo che l'obiettivo sia perseguire la stabilità e soprattutto la qualità, e quindi puntare molto su formazioni che abbiano un buon ritorno di formazione. Grazie. Gibt es vielleicht einige Fragen noch? Herr Kruzko. Auch Beintner Samuel mein Name. Ich hätte nur wissen wollen bezüglich auch der Facharztausbildung oder der Allgemeinmedizinausbildung in Südtirol, ob auch Fortbildungen während der Ausbildungszeit schon angeboten werden, wie zum Beispiel Ärztekammerdiplome, wie es in Österreich auch der Standard schon ist, und ob man dabei auch unterstützt wird und ob man auch zwischen den Krankenhäusern auch wechseln kann, also zum Beispiel, wenn man jetzt die innere Medizinausbildung in Brixen beginnt, ob man dann auch monateweise nach Sterzing oder nach Punneck wechseln kann oder ob man da an ein Haus dann gebunden bleibt. Darf ich Ihnen zur Facharztausbildung kurz antworten? Das österreichische Modell geht sehr viel nach Kompetenzen und nach Leistungen, die man nachweisen muss. Eine Rotation ist möglich, muss man im individuellen Fall anschauen. Jede Abteilung hat ein bestimmtes Leistungsportfolio und Leistungsprofil und kann verschiedene Module in der Schwerpunktausbildung anbieten. Deswegen in Sterzing können Sie nicht alles machen, in Brixen können Sie einen Teil machen. Also da muss man sich dann nachher den individuellen Fall anschauen, aber eine Rotation ist auf alle Fälle sinnvoll und auch gewünscht. Ich möchte vielleicht dazu betonen, wir als Südtirol-Sanitätsbetrieb favorisieren ein Modell der Rotation. Das heißt, wir sind dabei, eben genau das Modell aufzustellen, dass Sie ein Stück weiter in einem kleinen Krankenhaus machen können, ein anderes Stück in einem größeren Krankenhaus, einen Teil dann im Zentralkrankenhaus Bozen. Das ist eigentlich das Modell, das wir favorisieren. Und Weiterbildungen werden auch während dieser Ausbildung garantiert. Da gebe ich Martin Matscher nochmal das Wort.
Ja, wenn Sie nach österreichischem Modell die Facharztausbildung machen, sind Sie auch Bediensteter des Südtiroler Sanitätsbetriebes und damit haben Sie Anspruch auf alle Aus- und Weiterbildungen, wie andere Bedienstete auch, auf jeden Fall. Wenn Sie ja, jetzt im Rahmen der Allgemeinmediziner Ausbildung, da vielleicht wird die Frau Schmidt noch was dazu sagen, da sind ja bestimmte Praktika, sind fix, die Routine sind fix vorgesehen. Ja, also da ist mehr meine Kollegin zuständig, also die Frau Cortez-Elenau und Herr Dr. Pichler-Clemens, also die könnt ihr immer kontaktieren in unserem Amt und ja, dann auch sicher Auskunft geben. Ich bin jetzt seit 2 Jahren nicht mehr zuständig und bin nicht mehr so up-to-date wie noch vor 2 Jahren. Ja, vielleicht wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse geben, dann können wir Ihnen da noch Informationen zukommen lassen. Nach italienischem Modell sind Sie eigentlich ja nicht Bediensteter des Sanitätsbetriebes. Trotzdem hat der Sanitätsbetrieb, stellt Gelder zur Verfügung, dass Sie auch in diesem Fall eine Aus- und Weiterbildung neben Ihrer Facharztausbildung absolvieren können. In der Höhe von 1.000 Euro im Jahr wird das finanziert. Also ich kann noch etwas sagen zur Rotation, die Sie angesprochen haben. Also die österreichische Ärztekammer, die ja dann die Ausbildungsabschnitte anerkannt, verlangt, dass eben die einzelnen Abteilungen auch akkreditiert sind über italienische Universitäten und eben nicht jede Abteilung des Südtiroler Sanitätsbetriebes, aber fast alle sind akkreditiert und unser Bestreben, da sind wir als Südtiroler Landesverwaltung zuständig, unser Bestreben ist es, praktisch eine einheitliche Akkreditierung zu gewährleisten, aber wir sind noch ein junges, oder es ist eine junge Ausbildung, wir sind im 2019 gestartet und unser Bestreben ist da immer, immer nachzubessern. Also da ist sicher Luft nach oben, aber wir tun unser Bestes. Ich erlaube mir noch ganz kurz etwas dazu zu sagen. Ich glaube, es ist die innere Medizin als solche auch angesprochen worden. Natürlich werden interne Fortbildungen angeboten, nicht nur innerhalb der inneren Medizin, sondern auch fächerübergreifend mit den anderen Abteilungen jedes Krankenhauses. Und externe Fortbildungen werden gefördert. Ich glaube, etwas, was man auch von außen betrachtet, ich kenne von meiner früheren Zeit noch ein bisschen die Systeme aus Österreich und der Schweiz, ein ganz großer Vorteil von Südtirol ist effektiv die Möglichkeit, zwischen den Krankenhäusern rotieren zu können. Wir haben sehr kleine Krankenhäuser, wir haben mittelgroße Krankenhäuser, wir haben großes Krankenhaus und das ermöglicht eigentlich, alle Facetten von der Medizin kennenzulernen, also von der sehr heimatortnahen persönlichen Medizin bis zur hochspezialisierten Medizin ist es sehr spannend, dass man eigentlich alles finden kann. So sehe ich das. Hallo, Salzburger Sarah, mein Name. Ich hätte eine Frage bezüglich dem österreichischen Modell und zwar zur Facharztausbildung. Da gehört ja auch das Basisjahr dazu. Und meine Frage wäre, wenn ich das Basisjahr jetzt an einer österreichischen Klinik mache und danach aber in Südtirol die Facharztausbildung machen möchte, wird mir das Basisjahr dann anerkannt oder muss ich das in Südtirol nochmal neu machen? Wie schaut es da aus? Wenn das Basisjahr in Österreich an einer Ausbildungsstätte gemacht worden ist, wird es ohne Probleme anerkannt. In Deutschland gewisse Kliniken auch, das hängt dann ab, wie das die österreichische Ärztekammer bewertet. Prinzipiell ist jeder Fall, der nicht in Österreich die Ausbildung macht, eine Einzelfallentscheidung. Wir konnten aber die Ärztekammer Wien oder die österreichische Ärztekammer überzeugen, dass wir praktisch im Südtiroler Sanitätsbetrieb die gleichen Kriterien zur Ausbildung wie in Österreich anwenden. Deswegen werden die Zeugnisse, die Rasterzeugnisse und die Standesmeldungen kommen, akzeptiert und das ist kein Problem. Und noch eine Frage, jetzt anders als beim österreichischen Modell, also wenn in Österreich kann ich das Basisjahr ja prinzipiell eigentlich ohne Fixanstellung schon machen. Das ist in Südtirol aber noch nicht möglich, oder? Weil da brauche ich schon die fixe Stelle bei, sagen wir, innerer Medizin oder Chirurgie, dass ich dann das Basisjahr machen kann, oder? Bin ich da richtig informiert? Wer möchte? Prinzipiell ist für die
Anerkennung von Seiten ein Anstellungsverhältnis notwendig. In dem Moment, wo Sie die Ausbildung beginnen, gehen Sie den Vertrag mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb ein und deswegen ist es meines Wissens nicht möglich, außerhalb von dem Ausbildungsvertrag das Basisjahr zu machen. Okay. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Hallo, ich habe auch eine Frage zum Basisjahr. Also gibt es das in von diesen Facharztausbildungen, also das österreichische Modell ist mit dem Basisjahr und die anderen zwei Modelle, gibt es da auch das Basisjahr? E in questo senso sono un po' diversi i modelli, perché il modello nazionale non prevede il Basisjahr, cioè c'è soltanto, è come se fossero solo Grundschwerpunktausbildung nell'università. Noi attualmente come scelta abbiamo deciso di aprire con un bando l'ingresso a tutte le drei Stufen, quindi Basis, Grundschwerpunkt, in maniera che almeno in questa fase iniziale, visto che dal 2019 che siamo attivi, ci fosse un coordinamento un pochino più funzionale. Quindi per ora noi non seguiamo totalmente il modello austriaco che scinde Basis und Grundschwerpunkt. Per quello che riguarda la formazione con le borse all'estero, questo forse chiedo un aiuto a Birgit su come vi organizzate lì. Also wie Sie wissen, unterscheidet sich ja das österreichische Modell vom nationalen italienischen Modell sehr stark. Also in Italien ist die Facharztausbildung an den Spezialisierungsschulen, an den Universitäten gelagert. In Österreich, Deutschland eben mit Dienstvertrag in den Krankenhausstrukturen. Das ist auch der wesentliche Unterschied und das beantwortet auch fast schon Ihre Frage. Also in Italien ist der Zugang zum öffentlichen Dienst, zum Arbeitsvertrag über öffentlichen Wettbewerb nur möglich. Das heißt, dass wenn eine Ausbildungsstelle ausgeschrieben wird, das auch mit einem Wettbewerb geschieht. Und Sie werden dann verstehen, dass dann ein Wechsel ohne weiteres nicht möglich ist oder ein Switchen zwischen Basis oder ein Trennen der Basisausbildung und Schwerpunktausbildung fast nicht möglich ist aus diesem Grund. Also praktisch das österreichische Modell muss auch ganz stark eben mit dem Dienstrecht eben verbunden werden und das hat eben einen gewissen Vor- und Nachteil. Jetzt was Ihre Frage betrifft, war das eine Frage für das Ausland oder? Wenn Sie nochmal die Frage. Kannst du vielleicht mit Polen? Na, also die Frage wurde schon beantwortet. Es war eine Frage, wenn ich meine Facharztausbildung in Südtirol machen möchte, ob ich dann immer das Basisjahr machen muss oder ob ich es nur, wenn ich im österreichischen Modell bin, machen muss. Also das Basisjahr ist wirklich nur beim österreichischen Modell. Also wenn Sie jetzt beim nationalen Wettbewerb jetzt mitmachen, dann gibt es da diese Unterscheidung zwischen Basisjahr, Schwerpunktausbildung, Sonderfach, Grundausbildung nicht. Da ist ein einziger Ausbildungszeitraum vorgesehen. Also dieses Kriterium ist wirklich nur beim österreichischen Modell so. Jetzt wir bieten auch an unsere vertragsgebundenen Universitäten im Ausland, Deutschland und Österreich, die Ausbildung zu machen. Und da praktisch machen wir einen jährlichen Wettbewerb, der eben sich auch unterscheidet ein bisschen. Aber ich vielleicht, keine Ahnung, wollen Sie dann später zu mir kommen, dann kann ich Ihnen das genauer erklären. Hallo, Michael Unterhofer, mein Name. Ich interessiere mich für die Fachhausausbildung im Ausland und habe gesehen, man kann sie in Deutschland, Österreich machen. Und nach dieser Ausbildung verpflichtet man sich, einige Jahre in Südtirol abzuleisten. Ich habe gesehen, dort gibt es einige Kliniken mit bestimmten Disziplinen, die man machen kann. Und ich habe mich gefragt, warum das bestimmte Kliniken mit
bestimmten Fachgebieten sind und warum das nicht allgemeiner ist. Das heißt, warum kann ich mir nicht selbst eine Klinik aussuchen mit einer Fachrichtung, die mich interessiert, mit derselben Bedingung später dann nach Südtirol zurückzukommen für einige Jahre? Ja, also da bin ich wieder ich der Ansprechpartner. Also unser Amt macht ja diese Ausschreibung oder diesen Wettbewerb. Also wir haben da in Deutschland und Österreich Verträge mit den verschiedenen Krankenhausstrukturen. Das ist auch eine Entwicklung, die ein bisschen historisch gewachsen ist. Dazu kommen jetzt noch weitere Kliniken. Das ist ein bisschen ein Rahmen, der jetzt, ja, also diese Kliniken haben wir teilweise von meinen Vorgängern übernommen, sozusagen. Und jetzt jährlich schauen wir, was ist jetzt interessant, welche Klinik können wir dazu nehmen und vertraglich eben einen Vertrag abschließen. Und eben das Ausbildungsangebot, das verändert sich jetzt jährlich. Also es kommen welche dazu, welche schließen wir wieder aus. Und also das hängt wirklich von den Verträgen ab, die wir abschließen. Also die Möglichkeit, sich selber eben eine Klinik auszusuchen und an uns zu kontaktieren, das hat es in der Vergangenheit gegeben, war aber immer nur eine Lösung für einen bestimmten Auszubildenden. Unser Bestreben ist wirklich, eine einheitliche Strategie zu entwickeln und zu schauen, was ist das für das Land interessant. Wir haben auch einen Facharztbedarf und mit welcher Klinik können wir die meisten Auszubildenden eben ansprechen. Heißt das, es wäre grundsätzlich möglich, eigene Wünsche vorzubringen? Was heißt Wünsche? Also in der Vergangenheit ist es gemacht worden, letzthin wurde es nicht mehr gemacht, einfach aus dem Grund, dass man eben Lösungen ad personam vermeiden wollte und wirklich Kliniken aussuchen wollte, die eben praktisch ein breiteres Spektrum anbietet. Aber wie gesagt, das ist immer in Veränderung begriffen. Und Sie können wirklich einmal eine Anregung uns schreiben, eine E-Mail, wieso eine Klinik die beste ist. Also wir wollen da sicher Kliniken aussuchen, die irgendwie spezifische Merkmale hat und auch eine hohe Qualität bietet. Okay, danke schön. Bitte. Hallo, Bonani Veronika. Ich wollte fragen, hat man prinzipiell ein Mitspracherecht, wo man während dem Basisjahr hinrotiert? Ah, siamo senza microfono. Die Basisausbildung in der österreichischen Ausbildungsordnung sieht 9 Monate vor, wobei 3 Monate in einem chirurgischen Bereich und 3 Monate in einem internistischen Bereich gefordert sind und 3 Monate zur freien Verfügung sind. Prinzipiell laufen die Basisausbildungen über die ärztlichen Direktionen und das Mitspracherecht sollte man schon haben. Natürlich muss man schauen, in welches Fach man hingeht, aber ich denke, da kann man schon mit den ärztlichen Direktionen und mit den Ausbildungsverantwortlichen das ausmachen. Also wenn Sie sagen, die ärztliche Direktion, dann ist es praktisch der Standort, entscheidet das, wo ich gerade bin? Oder kann das sein, dass wenn ich jetzt in Bozen anfange auf der Station und nachher 3 Monate in Brixen machen muss schon? Grundsätzlich ist es so, dass in allen Krankenhäusern in Südtirol natürlich die Basisausbildung gemacht werden kann, das ist mal ein Grundsatz. Und dann hängt das davon ab, wie viele Ausbildungsplätze natürlich ein Abteilungsleiter zur Verfügung hat. Er kann ja nicht sagen, ich habe 3, 5, 7, das hängt davon ab von den Charakteristika, die Fachabteilung hat. Wie viel Leistungen werden da erbracht, wie viel Ärzte sind da, hat die österreichische Ärztekammer genaue Vorschriften gemacht und dementsprechend werden die Anzahl der Ausbildungsplätze zugewiesen. Das heißt, wenn dort ein Basismediziner oder ein Platz da ist, dann kann sich ein Kollege dort an der Stelle melden und insofern hat er auf jeden Fall ein Mitspracherecht. Es kann nicht sein, dass der Primar sagt, jetzt nehme ich noch an, weil jemand das unbedingt sich wünscht. Ich wollte leider auch noch ergänzen, wir haben ja, wie ich am Anfang gesagt habe, jetzt und wie der Michael Mian das betont hat, mit vielen Universitäten auch Verträge für Ausbildungen. Das heißt, es kommen jetzt vermehrt viele Studenten und natürlich auch Ausbildungsärzte, weil wir
120 Ausbildungsplätze nach österreichischem Modell und 75 nach italienischem Modell in unseren Kliniken haben. Darum sind wir dabei, ein System, ein informatisiertes System aufzubauen, das einfach auch zeigt, welche Bereiche in welchem Krankenhaus momentan frei sind, weil vieles auch schon vorgebucht wird, weil wir mit diesen Universitäten auch Verträge haben, denen wir Plätze natürlich garantieren müssen, wenn die Studenten von dort kommen. Also das ist ein etwas komplexes Programmierungssystem. Kurz zur Programmierung. Also wir, alle drei Jahre wird der Facharztbedarf in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsdirektor festgestellt und auch mit Beschluss der Landesregierung genehmigt. Es wird dann jährlich auch in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsdirektor, mit dem Dr. Angermann, geschaut, welche Disziplinen sehen wir wo praktisch reservieren wir Plätze. Einige Plätze werden in Italien reserviert, einige praktisch bieten wir im Ausland an und auch einen ziemlich großen Teil im Sanitätsbetrieb. Also das geschieht wirklich in enger Abstimmung eben mit dem Sanitätsbetrieb und wird dann praktisch festgelegt und eben auch beschlossen von der Landesregierung. Danke. Buonasera, io avrei delle domande molto pratiche sulla borsa regionale per la specialistica in Italia, per cui come aveva fatto la dottoressa in neuropsichiatria. Non ho capito come funziona la selezione, perché prima è stato accennato sui test scritti orali, ma quello vale anche per la richiesta della borsa regionale in Italia? No, perché noi dovremmo fare solamente il test ministeriale. E poi la mia domanda è, una volta fatto questo test, quindi non so, luglio del prossimo anno, metà luglio, fine luglio, poi come devo procedere per richiedere questa borsa? Ecco, questa è la domanda. Magari lei. Normalmente prima che il MIUR bandisce il concorso nazionale richiede alle regioni praticamente i requisiti specifici, noi li comunichiamo al MIUR e dopo, durante la procedura di selezione o anche già prima, esce un decreto del MIUR, voi avete l'accesso alla banca dati e praticamente esce un decreto con i requisiti specifici e entro pochissimo tempo, anche solo 2-3 giorni, dovete praticamente dichiararsi voglio o non voglio la nostra borsa. Al mio, la Cineca, il mio, sì. Viene gestito tutto centralizzato, solo che praticamente il Ministero ci contatta prima della procedura di selezione, in corso e anche dopo. Perché noi ovviamente poi la Cineca ci manda la lista delle studentesse, studenti che hanno svolto con successo la procedura di ammissione e poi noi anche guardiamo se questo ha praticamente il requisito linguistico e alcune verifiche. Non ci sono altre domande, se non ci fossero altre domande allora chiuderei questa parte ufficiale della serata e inviterei voi tutti alla parte più ludica, diciamo, vi invitiamo ad un aperitivo con un po' di musica, sperando che possiate gradire entrambe le cose. Vi vorremmo ringraziare tutti veramente di cuore. Se ci sono ancora delle domande, come ripetuto già prima, avete la possibilità di porle agli info points, dove i nostri referenti comunque saranno a disposizione. E chi non è agli info points potete sicuramente rivolgervi per fare eventuali altre, per porre altre domande. In der Stofftasche gibt es einen USB-Stick, da können Sie noch weitere Informationen herunterladen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen, für Ihren Beitrag, für die Fragestellungen. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen für Ihr Kommen, für Ihre Beiträge, für Ihre Gastbeiträge, für Ihre Grußworte
und dass Sie da sind und dass Sie sich mit den jungen Studierenden hier auseinandergesetzt haben. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt geht's runter zum gemütlichen Teil. Und da treffen wir uns dann wieder und die Infopoints werden dann auch geöffnet werden. No, volevo ringraziare naturalmente chiaramente tutti i nostri relatori, i referenti e tutti i primari che si sono resi disponibili per la serata e per stare con voi, ma soprattutto tutto il gruppo di lavoro che ha reso possibile tutto questo e quindi tutte le nostre collaboratrici, collaboratori, la regia, Martin, la ripartizione marketing, sviluppo del personale, il mio grande capo e quindi vorrei ringraziare tutti. Grazie e buona serata a tutti.